Gibt es Punkte, die man keinesfalls ansprechen sollte? Ja, das überrascht Sie nicht, ne? Nein, also natürlich, es gibt ja, also über Religion sollte man nicht sprechen, ganz klar. Über Geld sollte man erstmal nicht sprechen. Ich sage das ja, ich denke ja, es gibt ja auch manche dabei, die da in also das Geschäft, wo man da mit Aktien und so weiter dann handelt und so, das ist klar, dass man eventuell auch darüber sprechen kann. Aber normalerweise sollte man nicht unbedingt über Geld oder was man hat oder solche Sachen dann halt reden. Ja, über das Alter redet man natürlich nicht, aber ich glaube, das ist auch nichts Neues insofern. Außer, das ist eine sehr, sagen wir mal, sehr, ein viel älterer Mensch ist, der einfach absolut toll ist. Und man macht ein Kompliment dazu. Und ein Kompliment ist übrigens auch ein schöner Einstieg. Stimmt, ja. Ja, wenn ich dann eine Frau vor mir habe und sie hat ja schöne Schuhe, dann kann man auch mal sagen, die Schuhe finde ich ganz, ganz toll. Super. Oh, ich habe schon lange solche Schuhe auch gesucht. Gute Idee. Gibt es für Sie irgendwelche Punkte, wo Sie noch sagen, obwohl Sie ja ein Vollprofi sind, da habe ich manchmal ein bisschen Beschwerden, oder ist das eigentlich mittlerweile für Sie alles easygoing? Ich denke, dass für mich ist es relativ leicht, weil ich auch keine introvertierte Person bin. Allerdings, wenn ich dann wirklich in einer Runde bin von, sage ich mal, Männern, die ja wirklich über diese Finanzthemen und so weiter dann sprechen, dann würde ich mir auch schwer tun. Ganz sicherlich. Dankeschön für das spannende Gespräch. Dankeschön, danke Ihnen auch.